Sprechen, das bedeutet, hallo Freunde, ich bin ja schon die ganze Zeit fleißig Hebräisch am Lernen und ich möchte heute mit euch meine bisherigen erworbenen Sprachkenntnisse teilen. Ich fange mal mit Grußwörtern an. Guten Morgen heißt Boker Tov. Am Abend sagt man Guten Abend, Erev Tov. Und wenn ihr schon wieder ins Bett geht, dann sagt man Gute Nacht, Laila Tov. Ja heißt Ken und Nein heißt Lo. Wenn ihr euch bei jemandem bedanken wollt, dann sagt man Danke, Toda. Und wenn ihr Bitte sagen wollt, dann sagt man Bitte, Bevakasha. Jetzt können wir schon die zwei Wörter zusammen verbinden. Wenn ihr sagen wollt Ja, Bitte, heißt Ken, Bevakasha. Oder Nein, Danke, Lo, Toda. Bis jetzt war es ganz einfach, oder? Jetzt wird es nämlich ein bisschen komplizierter, weil im Hebräischen gibt es das Cha. Das müsst ihr euch so vorstellen, als hättet ihr Schleim im Hals und es wieder lösen wollt. Das üben wir jetzt ein bisschen. Entschuldigung, aber mir fällt kein besseres Beispiel ein. Und da wären wir schon beim ersten Wort. Entschuldigung heißt Slicha. Jetzt wird es nochmal ein bisschen schwieriger, weil das Hebräische unterscheidet in zwei Geschlechtern zwischen männlich und weiblich. Wenn ihr fragen wollt, wie heißt du? Mashimcha, das sagt ihr zum männlichen Geschlecht. Und Mashmech sagt ihr zum weiblichen Geschlecht. Darauf könnt ihr antworten, Ani Chavi Ve'ata, und du? Wie geht es dir? Heißt Ma Shlom Cha, das sagt ihr zum männlichen Geschlecht, oder Ma Shlom Mech sagt ihr zum weiblichen Geschlecht. Darauf könnt ihr antworten, Ani Beseda, oder ganz kurz, Sababa, mir geht's gut. So, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ani Tzarich Lachlechet Achshav, das heißt, ich muss jetzt gehen. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao.